Erst einmal an euch alle ganz herzlichen Dank, dass ihr nach Hildesheim gekommen seid. Auch herzlichen Dank für tollen Hundesport, den wir hier gesehen haben. Es hat sich weder Mensch noch Tier verletzt, das ist das Wichtigste. Und ich darf euch jetzt also zu Purina Pro Plan Disc Dog Challenge Germany zum ersten Turnier in Hildesheim an diesem fast vergangenen Wochenende begrüßen. Und mit dem Namen dieser Disc Dog Challenge ist Purina verbunden. Erstmal unser Hauptsponsor, ganz herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung, die uns natürlich hier durch die Unterstützung ermöglicht wurde. Ein weiterer Dank geht natürlich an Eintracht Hildesheim und die Hildesheimer Invaders, auf dessen Platz wir spielen durften. Und die haben uns damit eine richtig tolle Location zur Verfügung gestellt. Weiterer Dank natürlich an unsere Jury, die hier wieder einen ganz schweren Job hatten. Aber ich glaube, den haben die auch richtig gut gemacht. Julia Ortleb, Martin Schmucker, Mike Robert und Frank Funke. Herzlichen Dank euch vielen. Auch danke nochmal an das Catering von Eintracht Hildesheim. Und der wichtigste Dank, der geht natürlich an alle Helfer. Die ganz vielen Fleißigen, die hier im Hintergrund gewirbelt haben, wie die Großen, einen reibungslosen Ablauf gewährleistet haben. Und ohne diese vielen Helfer wäre eine sportliche Veranstaltung wie diese gar nicht möglich. Ganz vielen lieben Dank an den GHV Hildesheim und die DP Disc Dogs. Wir kommen zur Siegerehrung. Ich beginne mit Quadrup. Ladies first. Den dritten Platz mit 45 Meter hat belegt Nicole Horn mit Buffy. Herzlichen Glückwunsch. Bitte einmal zu mir. Den zweiten Platz hat belegt mit Joy und 47 Meter Desolina Altenberg. Herzlichen Glückwunsch, bitte zu mir. Und du kannst gleich bleiben. Nicole, kommst du bitte nochmal zurück für ein Siegerfoto von euch beiden. Und Desolina hat auch den ersten Platz belegt mit Duke mit 53 Metern. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr. Habt ihr richtig gut gemacht, gute Ergebnisse, einen guten Sport gezeigt. Haben wir einen Fotografen für ein Siegerfoto? Komm doch näher ran. Und keep smiling. Ja, vielen Dank. Der Applaus für euch. Vielleicht hilft der eine oder andere kurz beim Tragen. Quadrup Männer haben wir heute auch gesehen und gestern. Haben wir lange gesehen. Haben wir einen ganz hervorragenden dritten Platz. Für mich unglaublich, eine ganz tolle Leistung. Franz von Roy mit Boomer mit 44 Metern. Einen zweiten Platz gibt es auch mit 67 Meter. Sebastian Gran mit Paul oder mit Viva? Mit Viva, Entschuldigung, ja, steht hier nicht drauf. Super Leistung. Und den ersten Platz mit 70 Meter hat belegt mit Spike Frank Funke. Herzlichen Glückwunsch.
vor die Kralle gezogen, jawohl. Ich gehe jetzt auch aus dem Bild. Und lächeln, jawohl. Herzlichen Glückwunsch euch. So, es soll gleich, ihr wollt alle noch nach Hause, ich weiß, deswegen sputen wir uns. Wir werden jetzt auch nur die jeweils besten 10 Platzierten nennen. Auf, Toss and Fetch Only, die Disziplin wollte auch wissen. Toss and Fetch Only. Einen 10. Platz mit insgesamt, jetzt darf ich nicht in der Zeile verrutschen, 29 Punkten hat erreicht Judith Bringenkötter mit Dodge. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und qualifiziert fürs Finale. Danke, Frank, für den Hinweis. Ich vergesse immer, wir haben eine Serie. Fürs Finale qualifiziert. Wo ist denn? Ach, da ist er ja. Doch, doch, doch. Der gönnt mir die Medaille nicht. Den 9. Platz hat erreicht mit Tabasco Bettina Koch mit 34 Punkten. Herzlichen Glückwunsch und bitte zu mir. Den 8. Platz mit 36 Punkten. Rajolene von Aachen mit Chabi. Herzlichen Glückwunsch. Den 7. Platz mit 36 Punkten, Nicole Horn mit Buffy. Herzlichen Glückwunsch. Den 6. Platz, Namen habe ich heute schon mal vorgelesen. Im Stechen, genau. Dizzy mit Joy, 37,5 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Den 5. Platz, auch 37,5 Punkte, da hatten wir dann hinter das Stechen. Felix Sabo mit Luma. Herzlichen Glückwunsch. Da ist er. Den 4. Platz mit Donnerwetter, das wären ja mal mehr Punkte. 40,5 Punkten. Sebastian mit Badido. Ja, wie gesagt, alle bereits qualifiziert für das Finale in Grevenbroich. Den 3. Platz, Hackenbroich, Entschuldigung, den 3. Platz mit 41,5 Punkten, Heiko Schmidt mit Anni. Und um den 1. und 2. Platz gab es auch ein Stechen, deswegen Punkt gleich, 45,5 Punkte. 2. Platz, Stefan Ortleb mit Smacks. Herzlichen Glückwunsch! Und den 1. Platz, Daniel Köhler mit Remus. Auch bitte zu mir und die besten Glückwünsche zu dieser klasse Leistung. So, dann klettert mal hoch und brecht euch nix. Bravo!
alles im Kasten. Wunderbar. Ich danke euch dreien. Kommen wir nun zur Freestyle-Wertung. Division 2. Division 2. Naja. Division 2. So, jetzt kämpfe ich wieder mit dem Wind. Mit dem 10. Platz. Auch fürs Quali, fürs Quatsch. Was? Ach ja, Entschuldigung, ja, das genau, Division 2, da ist nur der erste qualifiziert. Mit dem 10. Platz und insgesamt 68,72 Punkten. Alina Funke mit Chandra. Ja. Mit dem 9. Platz Didi Hoffmann, nee, Dietmar Hoffmann mit Biene mit 70,24 Punkten. Mit dem 8. Platz Melanie Rheinländer mit Miro, Miro Quacks heißt der, mit 80,61 Punkten. Mit dem 7. Platz Ronny Meise mit Ronja mit 83,01 Punkten. Mit dem 6. Platz Uwe Kruse mit Bluna mit 84,32 Punkten. Auf dem 5. Platz Antje Beinhoff mit Toto und 85,48 Punkten. Mit dem 4. Platz Carina Kehling mit Pepe mit 88,08 Punkten. Auf dem 3. Platz mit 92,79 Punkten. Therese Baum mit Kira. Mit dem 2. Platz 96,06 Punkte. Lisa Peters mit Amaya. Und mit sagenhaften 109,36 Punkten und damit qualifiziert fürs Finale und quasi aufgestiegen in die offene Klasse, Alina Funke mit Spike. So, bitte lächeln. Bravo. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, die Urkunden ab Platz 10 zu verteilen. Ich bitte mir das nachzusehen, auch für mich war es ein langes Wochenende. Martin übernimmt das mal für mich, das ist sehr nett, Dankeschön. Die werden natürlich nachgeliefert. So, noch ein kleiner Hinweis, wer einen Pokal gewonnen hat, der kann natürlich auch einen Karton dazu erhalten, damit der halbwegs sicher transportiert wird. Wäre schade drum. So, jetzt wird's nochmal spannend. So, hier sind aber wieder die ersten 10 qualifiziert fürs Finale. Mit dem 10. Platz Marjolene van Arken mit Chubby. Herzlichen Glückwunsch. Look.
Urkunde. So. Ja, siehst du wohl. Mit dem 9. Platz. Nicht mehr anwesend, weil jetzt gerade kräftig am Malochen, das ist nämlich der Carsten Fuß mit Holly. Herzlichen Glückwunsch dazu. Genau, der André, das ist ja nett, nimmt die Urkunde und die Medaille mit. Ich denke, der Carsten wird sich freuen. Wer sich jetzt fragt, warum ich die Ergebnisse nicht vorlese, die stehen hier, aber das ist blanko und da verrutsche ich ständig in den Zeilen. Deswegen die dann einfach auf den Listen nachgucken. Mit dem 8. Platz. Sandra Funke mit Patches. Herzlichen Glückwunsch. Mit dem 7. Platz. Lars Macario mit Sam. Herzlichen Glückwunsch. Da ist er. Mit dem 6. Platz. Nicole Horn mit Juli. Glückwunsch. Nicht, dass du da vorne überfällst bei den ganzen Medaillen. Mit dem 5. Platz. Thomas Sander mit Sheila. Herzlichen Glückwunsch, da ist er. Mit dem 4. Platz. Bettina Koch mit Tabasco. Herzlichen Glückwunsch. So, den imaginären Trommelwirbel einspielen. 112,97 Punkte. Frank, ist das viel? Das ist ganz schön viel, ne? 112,97 Punkte. Franziska Wieland mit Partito. Super, herzlichen Glückwunsch. Heiko Schmidt mit Anni. Herzlichen Glückwunsch, Heiko. Du räumst auch ab. Und hier hatte jemand dieses Wochenende einen Lauf. Den 1. Platz mit 118,92 Punkten. Daniel Köhler mit Remus. Und wir hatten zwei junge Damen, die auch ganz hervorragende Leistungen abgegeben haben. Die kriegen natürlich auch noch eine Kleinigkeit, nämlich die Lara Ortleb und Saskia Funke. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt toll gespielt. Das sind unsere Stars von morgen und in manchen Disziplinen auch schon von heute. Frank, brecht dir nichts? Ja, was bleibt zu sagen? Kommt alle gut nach Hause. Ich fand's richtig schön mit euch und freue mich auf die nächsten Turniere. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.